Gerade wenn man nicht mehr so fit auf den Beinen ist und sich das Alter bemerkbar macht, kommt es oft zu Unfällen. Ob Sturz, Kreislaufkollaps oder eine akute Erkrankung. Eine rasche Erstversorgung ist gefragt. Ein Drittel aller rettungsdienstlichen Einsätze betrifft Senioren. Hier stehen natürlich Kreislaufbeschwerden, aber auch Stürze in der Wohnung im Vordergrund. Bei der Ersten Hilfe ist nichts anderes zu beachten als bei allen anderen Ersthelfern auch. Mit einfachen Maßnahmen kann man Unfälle in den eigenen vier Wänden verhindern. Teppiche, Türschwellen stellen oft Unfallgefahren in Wohnungen dar. Auf der Straße erleben wir bei nassen und rutschigen Verhältnissen auch immer wieder, dass Senioren stürzen. In den Sommermonaten erleben wir, dass Senioren oft zu wenig trinken und es hier dadurch zu Kreislaufbeschwerden kommt. Die Aufnahme von Flüssigkeit an sehr heißen Tagen ist ganz besonders wichtig. Besonders bei Stürzen ist eine gute Lagerung wichtig. Eigenmächtige Handlungen können oft zu weiteren Verletzungen führen. Nach einem Sturz achten Sie darauf, dass sich der Verletzte oder die Verletzte so wenig wie möglich bewegt. Ist der Patient ansprechbar, belassen Sie ihn in der Position, in der Sie ihn vorgefunden haben und verständigen Sie den Notruf 144. Leichter Schwindel kann schnell zu einem Kreislaufversagen führen. Wie man im Ernstfall handelt, weiß Clemens Kaltenberger. Bei einem Kreislaufkollaps sollte der Patient mit erhöhten Beinen gelagert werden, unter Umständen auch kalte Umschläge auf die Stirn geben. Ist der Patient nicht ansprechbar, führen Sie einen Notfallcheck durch. Bei Bewusstlosigkeit die stabile Seitenlage. Bei einem Kreislaufstillstand bei nicht vorhandener Atmung beginnen Sie unverzüglich mit der Herzdruckmassage und verständigen Sie auch hier den Notruf 144. Aber auch Senioren können Ersthelfer sein. Zum Helfen ist man niemals zu alt. Das Rote Kreuz bietet speziell für Senioren Erste-Hilfe-Kurse an, in denen all diese Themen mit den Senioren nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch durchbeübt und besprochen werden. Erkennen und richtiges Handeln bei Unfällen sind entscheidend über Leben und Tod. Vom Roten Kreuz Linz werden 4-stündige Ersthilfekurse speziell für Senioren angeboten. Informationen zu Termine und Anmeldung erhalten Sie unter www.roteskreuz.at oder unter der Telefonnummer 0732 76 44 262.